Drama rund um den US-Rapper 6ix9ine. Es fallen Schüsse und die Autos werden beschlagnahmt. Es ist schon eine Weile her, seitdem wir das letzte Mal von ihm gehört haben. Seitdem er einmal im Knast war, ist sein Leben ständig ein Auf und Ab. Er wirkt komplett verändert und immer wieder gibt es Probleme in seinem Leben. Inzwischen war er über 15 Mal im Knast und kommt immer wieder nach wenigen Wochen raus. Diesmal fallen Schüsse und sein Luxusauto wird getroffen. Noch weiß man gar nicht, ob zu diesem Zeitpunkt der Rapper selbst im Auto saß oder ob jemand durch diesen Schusswechsel verletzt wurde. Jedenfalls greift die Polizei ein und beschlagt erst einmal die Autos, um eventuell Spuren zu finden, die weiterhelfen könnten. Über den Rapper und seinem aktuellen Zustand ist wenig bis kaum etwas bekannt. Selbst Leute, die ihm nahestehen, haben noch keine Infos weitergegeben. Feinde hat 6ix9ine ohne Ende, denn seitdem er vor Gericht ausgesagt hat, wollen viele Gangs ihn ausschalten. Immerhin mögen sie in den USA keine Personen, die vor Gericht aussagen. Sollte was Neues bei dem Rapper passieren, kann ich mich gerne noch einmal melden. Bis dahin müssen wir geduldig warten. Yeah, I think a nigga flagging, man. Damn, 6ix9ine. What's that shit, homie? Damn, 6ix9ine. What's going on, man? How you work for them people, nigga, and still? Got the window burst out on the baby? Oh, this guy got problems everywhere you go. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wurde 6ix9ine durch diesen Schusswechsel getroffen oder war er zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Auto? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.